Das ist unsere Seapearl, mit der wir seit August die Meere unserer Welt erkunden, immer auf der Suche nach schönen Orten und tollen Bildern. Mein Mann Matthias und ich, Luisa, freuen uns, wenn ihr jeden Sonntag mit an Bord kommt und hautnah dabei seid. Um nichts zu verpassen, abonniert gleich unseren Kanal und lasst uns gerne ein Like da. Bei fast keinem Wind motoren wir die letzten Meilen auf die Kapverden zu. Sal wird unsere Ankunftsinsel sein. Gerade als Marco und Luisa Apfelpfannkuchen machen, werden wir von Delfinen im neuen Land willkommen geheißen. Land in Sicht. Irgendwo da. Irgendwas hat Marco und Luisa gezaubert. Voila! Wow! Wir laufen Palmera an, eine von zwei möglichen Ankerbuchten auf Sal. Erster Sprung auf den Kapverden. Schön. Matthias checkt die Lage. An dem Hintergrund fischen die Fischer, die Einheimischen, mit Netzen und Tauchern direkt am Boot. Also auch direkt an unseren Booten. Hier können wir einklarieren, also offiziell mit dem Schiff in das Land einreisen und schauen uns anschließend mit Alogeas, dem lokalen Sammeltaxi, die Gegend an. Es geht zum Vulkankrater Pedra do Luma, dessen Boden unterhalb des Meeresspiegels liegt. So kann salziges Wasser einsickern, das dann in abgetrennten Becken verdunstet und als Salz gewonnen wird. Diese natürlichen Salinen sind der Grund, warum die sonst wüstenhafte Insel von den Portugiesen überhaupt besiedelt wurde. Salz galt damals ja als weißes Gold, war also die Mühe wert, Siedler und Arbeitskräfte von der nahen Insel Boa Vista und Sklaven vom afrikanischen Festland mittels Importen mit Nahrung zu versorgen. Teilweise hatte das Salz der Insel sogar eine Art Markennamen, Salin de Sal, und erwirtschaftete so gute Gewinne, dass der im Krater gewonnene Rohstoff mit einer Seilbahn aus Holz über den Kraterrand zum kleinen Verladehafen an der Küste transportiert wurde. Ja. Matze, 5 Euro, wenn du reingehst. Da ist der Hafen. Wo sind wir jetzt, Matze? Am Aussichtspunkt oberhalb von Espargos. Der Name ist mir gerade entfallen. Wo wir die Hauptstadt der Insel Sal anschauen. Man stellt fest, das ist eben doch recht überschaubar alles hier. Super Zungen,
Was gibt's hier? Moje de São Nicolau. Eine lokale kabardische Suppe aus São Nicolau. Am Nebentisch fällt uns eine Gruppe Touristen mit einem offensichtlich sehr gut Englisch sprechenden und außerdem redegewandten Guide auf. Um noch mehr von der Insel zu sehen, quatschen wir ihn an und haben auf diese Weise für den kommenden Tag eine Rundumbetreuung. Zuerst stoppen wir auf der windzugewandten Inselseite, um beeindruckende Wasserkraft zu erleben. Oh, ich fliege los! Yes! Oh, gut. Dann geht es weiter zum Warten im Flachwasser mit Zitronenhain. Unser Guide erklärt uns außerdem noch jedes Tier, das sonst so in der Lagune schwimmt. Nächster Stopp unserer Inseltour ist der Naturpark Viveiro. Das ist eine Art Luxusgnadenhof für ehemalige Haustiere in einem beeindruckenden botanischen Garten, den sich eine ausgewanderte Italienerin, Paola, dort als persönliches Hobby geschaffen hat. Eigentlich produziert sie mit ihrer Firma mit dem geklärten Wasser der Hotelanlagen Palmen und weitere Pflanzen, die sonst auf der Insel nicht wachsen würden, und betreibt eine Hotelanlage mit Golfplatz. Nachdem sie aber kein verlassenes Tier kalt lässt, sieht man in ihrem Refugium, das längst selbst zu einer der Attraktionen für die vielen Touristen gehört, allerlei Tiere. Oh man, it's soft. Schönes Wetter. Ausstellungsstück C. Maybe you don't have strength, you're not gonna be able, well, you couldn't really do. Zum Abschluss fahren wir ganz in den Süden nach Santa Maria, den Haupttourismusort der Insel. Wir gehen erst traditionell Hühnchen und zweierlei Fisch essen, mega lecker, und verbringen dann den Abend an der hübschen Fischerpier neben einem nahezu perfekten Sandstrand. Am nächsten Tag segeln wir eine Insel weiter Richtung Süden, nach Boa Vista. Bei überschaubarem Wind verlegen wir die Leinen für den Parasailer und lassen uns ziehen.
Das Kunstwerk, das bei unserer letzten Nachtfahrt Richtung Kap Verden entstanden ist. El Pulpo. Das Quartier scheint langweilig, aber es ist sehr, sehr schön. Wir haben, einen Dreierwind. Ganz nett. Ruhige See halbwegs, nur ein bisschen Ozean atmen. Lässt sich aushalten. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, I'll follow only golden. Das ist übrigens Julia, Markus' Freundin, die den Flieger auf Boa Vista genommen hat und für die nächsten 10 Tage ebenfalls mit an Bord ist. Wir geraten zufällig in ein Fischbarbecue am Strand und dürfen gleich mitessen. Dort treffen wir auf Arthur, mit dem wir dann am nächsten Tag auf Inselrundfahrt gehen. Erster Stopp ist eine Wüste, wegen der Boa Vista auch den Spitznamen Floating Piece of Sahara hat, in der wir die Weite so richtig genießen. Und wir bleiben im Sand, jetzt aber näher am Meer. Große Mare! Wir sind gerade am Santa Monica Beach, aber nicht in den USA, sondern auf Boa Vista, auf dem Kap Verden. Purer weißer Sandstrand, 18 Kilometer lang. Ziemlich schön. Leider etwas zu offen, um davor mit dem Boot zu ankern. Und ja, schön, dass wir den heute auf der Inseltour hier sehen. Unser Guide, Arthur. Am gleichen Strand sind auch große Höhlen, in denen die Einheimischen gern mal die Sonntage verbringen. Nach einem Gläschen Grog, das ist der lokale Rum, geht es zurück zur Seapearl. Wie wir die restliche Zeit auf Boa Vista verbringen und was die Kapverden sonst noch für uns bereithalten, seht ihr nächsten Sonntag hier bei uns im Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das gerne mit einem Gefällt mir oder in den Kommentaren. Bis nächste Woche und danke fürs Zuschauen.